Okay, machen wir weiter. Jo. Jetzt kommt was von Airfighter aus dem Team. Und zwar fragt er, wann setzen wir unseren Plan, die Farmwelt komplett auf Ebene 11, 12 auszugraben, um? Ich glaube, das schafft man einfach nicht, weil die Farmwelt wird ja irgendwann resettet und das ist meistens schon nach 2 Monaten oder so. In 2 Monaten kann man aber viel schaffen. Ja, aber ich habe es schon mal versucht. Das ist echt groß. Ja, Das ist echt also viel. auf Server 1 war das, glaube ich, gewesen. Da ist die gelbe Farmwelt, da ist viel Sand und beim Farmwelt-Spawn ist noch jede Menge Sand und alles drum ist schon weggemint. Schon weggebuddelt worden. Ja. Da könnt ihr zum Beispiel anfangen. Aber Minen macht schon Spaß. Deswegen heißt es ja Minecraft. Genau. Deswegen heißt es Minecraft. Also Hast. wir können es nochmal versuchen, Airfighter, aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ah, ich bin gespannt. Ich gebe euch dann. Ja, dann muss ich mir ein paar Wochen Urlaub nehmen auf der Arbeit, dann schaffe ich das vielleicht. Oder du spielst auf Arbeit, wobei das dann bei deinem Chef nicht gut ankommt. Nee, glaub nicht. Ich gebe euch beiden, wie kann man euch einen Anreiz geben? Genau, ich gebe euch beiden Belohnungen in Höhe von X Summe Kadis. Ah, das gibt Trier alles nur wieder aus. Ach so, das gibt Tri wieder aus. Da müssen wir Du noch mal. darfst, ich hatte schon mal über 1 Million oder 2 Millionen und so und weißt, wie schnell der das ausgibt? Da, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ach, also sobald du es eingenommen hast, ist es schon wieder weg, oder wie? Nee, das macht er, wenn ich dann nicht online bin und gerade ein Buch lese, dann gibt er das alles aus. Ah, okay. Nee, Und der kauft einfach Grundstücke. zu Tris Verteidigung, Kade ist schuld mit seiner Map-Erweiterung. Ach, wir haben ja auch ganz viel. Also nur Kadis muss man sich halt immer erst holen. Dann muss man immer irgendwas eintauschen gegen Geld. Und wenn man gleich die Diamanten in der Kiste liegen lässt, dann hat man trotzdem genug. Ja, und dann irgendwann teuer verkaufen. Oder man baut sich was Schönes daraus. Ja, oder so. Gibt ja Leute, die haben auch ein komplettes Diamanthaus. Ob es schön ist, Ja, ist eine das andere soll es Sache. geben. Okay, machen wir mal weiter. Erfater fragt, hast du in Zukunft auf Cutcon Pläne, außer deine Skills zu erhöhen? Nö, nicht so richtig. Aber manchmal fällt mir irgendwas ein. Wir bauen ja immer noch Warps und Skyblock aus und so. Es sind ja immer mehr Warps. Also irgendwas fällt einem immer ein. Aber ich nehme mir meistens keine riesigen Sachen vor, sondern eher so kleinere Sachen. Was sind bei dir kleinere Sachen? Ah, weiß ich nicht. 100 Grundstücke unter Minen oder 500. Das ist klein. Das ist nicht so anstrengend und nicht so stressig und das kann man mal eben so machen. okay. Ah, wie viel ich von der Karte schon untermint habe. Überall, wo früher Meere waren, da war ich überall schon. Am Anfang auf Katkon habe ich immer unter allen Meeren gemint. Interessant, auch eine Idee. Ja, weil da ja die Leute nicht gewohnt haben, konnte man da gut minen. Stimmt, ja, da kann man in Ruhe machen und da gehen auch die wenigsten hin, denke ich mal. Ja, aber jetzt gibt es ja die Beschränkung, dass man in öffentlichen Grundstücken nicht mehr so minen kann. Ja, nur noch gegen Hunger. Das nervt ja. Da geht man mit einem Oh. Superbreaker los. Dann bist du sofort wieder hungrig. Der muss dann aber auch schnell, da muss man schnell sein, Ja, das macht keinen Spaß. dass man ihn nicht verschwendet. Und so Und eine Farmwelt obwohl. ist ja auch was Schönes. Ja, dafür gibt es sie ja auch, letztendlich, muss man sagen. Ja, kann ich auch verstehen. Nur 10 Leute wie ich und die ganze Map ist durchgemint. Ach so, wie meinst du denn? Total chaotisch oder mehr so nach Nö, System? immer genau geradeaus. Ich hatte damals immer Angst, dass ich wegen X-Ray irgendwie jetzt dran komme und dann habe ich immer geradeaus gemint. Ich denke mal, das machen die meisten so. Ja, klar, weil du ja dann einfach nicht so viel. Ja, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwie schlecht dastehst, weil du jetzt zufällig auf Diamanten gegraben hast. Ja, jetzt hat sich das ja mittlerweile alles wieder geändert. Ja, aber damals, also vor 1 Jahr, war das schon noch, wo ich noch kein Mod war, da habe ich ja trotzdem gemint. Das war immer schon eine große Sache, dass man nicht jetzt irgendwie wegen irgendwas belangt wird, was man gar nicht getan hat. Damals hat man noch mit Angst, mit Nee, das. einem Wind, mit so einem Nee. leichten Wind im Nacken gemient, dass hinter dir ein Admin stehen könnte, der dich gleich bannt. Nee, ich glaube, das liegt an mir, an meiner Persönlichkeit. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt irgendwie ja, gegen eine Regel verstoße oder so, aber das mache ich ja eigentlich nicht absichtlich, nur trotzdem kommen ja manchmal Leute, die sagen, dass sie angehangen bekommen haben und dann denke ich auch, oh, nachher kriege ich auch was angehangen, was ich gar nicht gemacht habe, dann gehe ich lieber auf die sichere Seite und
pass auf, dass das gar nicht erst passiert. Ah, okay, gut. Das erklärt dann natürlich alles. Ja, geht so. Und dann zum Abschluss seiner Fragen, die wichtigste aller Fragen überhaupt, warum? 42 oder so? Keine Aha, Ahnung. okay, 42, gute Antwort, passt weiter. Mapsi, ich will mal Mapsipo lesen. Mapiso fragt, Glaube oder Wissenschaft? Wissenschaft. Warum? Weil Wissen Wissenschaft. Ah, okay. Keiner. Ja, weil Damit habe ich jetzt Wissen nicht ist wichtig. gerechnet. Hä? Wissen ist wichtig. Ja, stimmt. Wissen ist alles, was wir haben. Sonst hätten wir keinen PC, dann könnten wir nicht Minecraft spielen und wir hätten keinen Strom. Und wir hätten kein Flugzeug und solche Sachen. Interessant an der Theorie, die du gerade aufgestellt hast, ist, dass du Strom hinter Minecraft gestellt hast, genauso wie Flugzeuge. Ja, Flugzeuge sind ja auch nicht so wichtig. Ach so, nein. Dafür gibt es ja Nee. Auto und Bahn und sowas. Genau, und Busse. Und Busse. Dann fahren wir mal eben von Hamburg nach München mit dem Bus, wa? Ja. Na, dann sehen wir uns morgen. Ja. Er fragte weiter, spielst du außer Minecraft noch andere Spiele? Und außer Ja. Civilization und SimCity? Ja. Ja. Doch, auf dem Handy manchmal so ein bisschen. Was denn so zum Beispiel? Ach so Kleinigkeiten, so Apps, ne? Weiß ich Ah, nicht. okay. So ein bisschen Puzzlespiele oder so, oder mal ein Sudoku oder so. Ja, Sudoku ist ja mehr so was, ums Brain anzukurbeln. Ja, das ist so ein Spiel für nebenbei. Ich spiele das gerne mal. Oder im Sommer am Strand oder so kann man auch Sudoku spielen. Oder im Flugzeug zum Beispiel kann man auch gut Sudoku spielen. Im Sommer am Strand, Sudoku. Ja. Okay, im Flugzeug, Sudoku. Auch Okay. gut. Auf Katkon, Sudoku. Habe ich Ja, gehört. Gibt's da da muss man das jemanden? immer erst suchen. Ja, das ist ja das Kniffligste an der Sache. Ja, aber ich will ja das Spiel machen. Ja, wenn du es gefunden hast, kannst du das Spiel ja machen. Ja, hab ich ja auch schon, aber es war ganz schön schwer. Oh. Ja. Okay, machen wir mal weiter. Er fragt dann noch, sind die Aliens schon längst unter uns? Natürlich. Wo sind sie denn? Überall. Überall? Keine Ahnung. Ja, natürlich sind hier Aliens. Was denkst du denn? Wo sind sie denn? Haben sie irgendwelche geheimen Orte, was weiß ich, unterm Nee, Reichstag in Berlin? ich weiß, also ich weiß, dass es Aliens gibt, da bin ich mir sehr sicher, aber vielleicht sind wir zu uninteressant für die. Das kann natürlich sein. Aber ich würde nicht sagen, es gibt keine. Was macht dich so sicher, dass es welche gibt? Ja, Das uns interessiert mich gibt's ja jetzt. auch. Ja, uns, gut, Ja, wir aber. sind Aliens für die anderen. Da müssen es auch die anderen irgendwo sein, die auch sich fragen, ob es Aliens gibt. Ist doch logisch. Stimmt. Ja, so habe ich es noch nie betrachtet. Interessant. Also wir sind ja auch Aliens quasi. Es Und gibt wenn ja. wir irgendwann durchs Weltraum fliegen können, was wir ja dann auch mal können, weil es ja Wissenschaft gibt, dann wird das auch schon werden. Das stimmt. So habe ich das noch nie betrachtet. Es gibt ja auch so unzählige Videos von irgendwelchen UFO-Sichtungen. Ja, da bin ich nicht ganz so sicher, ob das jetzt alles UFOs sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere schon mal dabei war. Klingt Und doch es schon mal gibt ja auch interessant. Ja. in der Historie einige Fälle, wo man gar nicht weiß, was das gewesen sein kann. Was Was denn zum Beispiel? irgendwelche. Es gab doch diesen Vorfall in Österreich, wo da ganz viele Lichter am Himmel waren und Feuer und irgendwas hat geschossen oder so. Und es war wohl im 16. Jahrhundert oder so. Okay. Muss ich dir nachher mal einen Link schicken? Ich habe schon wieder vergessen, aber das macht einen dann schon stutzig. Warum sollte da dann irgendwas über den Himmel fliegen und rumschießen? Also, das finde ich komisch. Das stimmt, ja, irgendwie sowas Übernatürliches, was man sich dann nicht erklären kann, letztendlich. Ja, vielleicht war es auch ein Loch in der Zeit. Das kann natürlich auch sein, das ist natürlich immer der Fall. Oder eine Okay. andere Dimension. Das ist natürlich noch was anderes als Aliens. Andere Dimension. Ja. Interessant. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, da werden wir schon mal. Irgendwann wird uns die Regierung sagen, dass die Aliens schon unter uns wohnen. Vielleicht sind sie auch selber welche. Ah, wer weiß. Naja, da bin ich, glaube ich, nicht. Das Politiker sind alle doof. Hätten wir die Und Frage auch schon mal Aliens. geklärt. Ja, Aliens sind ja übernatürlich hochintelligente Wesen, Ja, weiß sagt ich man nicht, ob so. die alle so. Aber auf jeden Fall sind sie schon mal von ihrem Planeten weggekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, und nisten sich jetzt auf der Erde ein. Das wäre was. Okay, Aliens, großes Thema. Na gut, machen wir weiter.
Liath 13, ich glaube, das ist eine 13 gewesen, ja. Waren römische Zahlen, ich habe einfach nur die Blankozahl hingeschrieben. Was sind deine Lieblingswarps? Bitte mit, also bitte mit Serverangabe. Spawn Server 1, Spawn Server 2, Spawn Server 3, Farmwelt Server 1, Farmwelt Server 2, Farmwelt Server 3 und natürlich unsere eigenen Warps. Skyblock, Grasblock, Enderblock, Sunblock, Wunderblock. Wunderblock? Ja, den gibt's jetzt schon ein paar Wochen. Ah ja, interessant. Ja, ach, ansonsten shoppe ich gern bei ABC, weil da gibt's immer was. Und den Spawn mag ich, weil da stehen immer ein paar Leute rum, da angel ich auch gerne. Aber an sich braucht man die Warps gar nicht so viel, weil meistens fliegt man ja rum und ist in seinem eigenen Gelände unterwegs. Ja, stimmt. Ja, machen bestimmt viele andere genauso. Ja. Okay, machen wir weiter. Hast du viele große Bauten auf den Servern, die du deinen eigen nennen kannst? Ja, also, naja, es geht so unser Schloss halt und unsere große Anlage unterm Schloss, dann so ein Villager-Dorf und unsere Warps halt, die sind ja auf so einer Plattform über Meer gebaut worden und das ist auch schon eine ziemlich große Anlage. Und die ganzen Straßen, das sind jetzt auch schon hunderte Grundstücke, die haben wir auch alle selbst gebaut. Also es ist schon was. Nicht schlecht, ja. An dieser Stelle seht ihr dann natürlich auch die Bilder dazu. Na gut. Machen wir weiter. Räusper. Wie viele Strafen hast du schon ausgesprochen? Zu viele. Keine Ahnung, wie viele es genau waren, kann ich nicht sagen. Da muss ich doch mal glätt hier. Aber ich bin jetzt nicht der Überbannkönig. Ja, zu X-Ray-Zeiten war das was anderes. Ja, da waren die Leute aber dann auch gerechtfertigt gebannt. Also diese anderen Strafen, da mag ich nicht gerne so urteilen. Wenn die Leute schreiben oder so, dann tut mir das immer leid, weil oft sind sie ja auch nur gut drauf. Und wenn man gut drauf ist, schreibt man halt manchmal ein bisschen verrückte Sachen. Oder ja. Sie sind einfach ein bisschen erregt, weil sie jetzt im Nether gekämpft haben. Dann kann ich auch verstehen. Wenn man jetzt gerade voll mit Adrenalin ist, dann ist man auch nicht immer ganz höflich. Aber das heißt ja nicht, dass man ein schlechter Mensch ist und deswegen gleich eine dicke Strafe verdient hat. Ja, das braucht man stimmt. Einfach nur kurz eine Pause. Ich sehe schon die Kommentare. Sie hat erregt gesagt. So, hätten wir das auch geklärt. Und machen wir weiter. Niklas HE fragt, hast du schon mal Spieler im Nether getötet? Ja, denke schon. Denke? Ja, klar, irgendwann bestimmt. Aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, wen genau ich jetzt umgebracht habe. Aber ich gehe da jetzt nicht wegen PvP hin. Nicht? Aber wenn ich angegriffen werde oder mir jemand hinterherläuft und mich umbringen will, dann bringe ich den natürlich auch um. Okay, gut, das ist ein Argument, ja. Ich sag heute voll oft, das ist ein Argument. Na gut. Wie viele GS besitzt du insgesamt? Oh, ich glaube 400, 500 oder so auf Server 2. Und auf den anderen? Oh, gar keine. Ich habe immer Angst, dass die enteignet werden oder so. Oder das. Oder naja, ich bin halt nicht viel dort und deswegen möchte ich auch nicht, dass ich dort jemanden Platz wegnehme. Deswegen habe ich nur ganz wenig Grundstücke direkt bei meinem Haus. Ach so, okay. Also hier sind es ganz, ganz wenig. Hier sind es ganz, ganz wenig? Wie meinst du das? Ja, war mehr so Ironie. Okay. Das war jetzt zu viel. Okay, Lieblingsfarbe hatten wir schon, ne? Ja. Gut. Dann fragt Shiggy1, was deine momentanen Projekte auf CutCon sind. Wunderblock fertig kriegen da hinten. Und wir bauen auch noch Straßen zwischen Warps. Wir haben, glaube ich, Yellow B und irgendeinen Warp haben wir auch verbunden. Auf jeden Fall baue ich viele Straßen mit Tree zusammen. Weil wir wollten auch die umliegenden Warps alle anschließen, aber das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon gemacht. Dass man finden kann, wo man ist und auch dort sich ein Haus bauen kann und so. Ah ja. Ja, cool. Hier geht's zu WD Seton, sein Warp hinter dem Villager-Dorf. Gleich mal hier nachgucken. Hier, oder was? Da hinten bei der grünen Straße. Ah, okay. Das hat er gebaut, bevor er Mod noch geworden ist. Ich kannte ihn auch gar nicht so richtig.
als er sich beworben hat. Jetzt kennst du ihn. Ja. Ja. Nicht so gut wie einige andere, also. Aber ich bin ja nicht so oft im Teamspeak. Ja, es wird Zeit, dass das wieder... Ja, jetzt wird es ja auch wieder Winter. Da kann man draußen eh nichts machen. Dann Zeit, reinzugehen. Ja, genau. Okay, machen wir weiter. Und zwar hat dann Dialga 5000 noch 3 Fragen. Was war dein größtes... Das dauert nur 3 Stunden. Okay, für jede Frage 1 Stunde. Ich starte die Uhr jetzt. Okay. Wie groß war dein größter... Oh Gott. Wenn ich eins nicht gelernt habe, dann ist es Lesen. Was war dein größter Erfolg in der Zeit, bevor du Mod wurdest? Ich hatte so einen Zauberladen, den mochte ich ganz gerne, mit verzauberten Pickaxen, weil ich ja viel zum Buddeln brauchte, hatte ich dann auch immer viel verzaubert. Aber so richtig Erfolg, weiß ich nicht. Nicht so richtig. Okay, was war, beziehungsweise was ist dein schönster Eventgewinn auf CutCon? Nö, ich gewinne nie was. Ist wirklich so. Bei Drop-Events stehst du immer nur daneben. Ja. Hoffst du mal, wenn, dann schmeiß dann selbst meistens noch was. Irgendwelcher Scheiß, der gerade im Inventar ist, ja sowieso weg muss. Nee, nein, dann hole ich auch schon Diamanten. Ah, okay. Ja, die Leute geiern ja nach den Dias. Ja, und das macht dann auch Spaß. Wenn immer sowas ist, dann mache ich auch gerne noch ein bisschen was dazu. Nö, aber sonst gewinnen tue ich eigentlich nichts. Und jetzt als Mod will ich sowieso nicht gewinnen. Wir wollen den Usern ja nicht so viel wegnehmen. Wenn es jetzt irgendwo ein Biegen oder so zu gewinnen gibt, dann soll den auch jemand kriegen, der den auch wirklich braucht. Und nicht ich, die ich schon weiß ich, wie viel davon hatte und hab. Was würdest du gerne haben? Geld oder Grundstücke? Geld. Und dann kauft jemand Grundstück. Das... Ja... Ach, keine Ahnung. Ich würde auch kein Spawn-Grundstück haben wollen. Eigentlich ist das ja ganz cool, aber dann, wenn man es dann hat, dann baut man nachher nichts Richtiges und dann kommen die ganzen Leute und wollen das haben von einem. Das ist auch nicht so schön. Und dann kommen die ganzen Geier. Ja, genau. Enteigne das mal. Kriegchen ist ja nie da, die braucht das gar nicht. Die will das gar nicht. Ne. Deswegen kaufe ich mir das auch gar nicht erst. Das soll auch jemand anders haben, der das gern haben möchte. Mir ist das egal. Wavesound98 fragt, wie schafft man es, ein so hohes Powerlevel zu erreichen? Oh, man geht viel Minen, Buddeln und so. Und so. Angeln. Ich habe auch mal viel Bogen geschossen am Anfang noch. Das hat auch Spaß gemacht. Aber das kommt mit der Zeit. Das wird ja nicht weniger. Es wird ja immer nur mehr. Ja, das ist das Gute an der Sache. Ja. Einfach nur ein bisschen Eifer und sowas reinstecken und dann... Kommt das schon alles von allein? Mhm. Hab ich gehört. Ja. Und hier, Holz hacken, man braucht ja auch Holz. Da kann man das ja auch abbauen. Stimmt. Machen wir mal weiter. Er fragt dann noch weiter, bist du mehr für optisches Tuning oder für innere Werte, Motor-Upgrades, Getriebe-Tuning etc. oder hast du mit dem Thema gar nichts am Hut? Gar nichts am Hut. Ich habe ein Fahrrad. Also ich fahre auch Auto manchmal. Ich hatte auch früher mal ein Auto. Aber mir ist es egal, wie das aussieht. Ich brauche auch kein neues, schickes. Mir ist egal. Autos kann man zum Autofahren benutzen und sonst ist wurscht. Nur um mal über größere Distanz von A nach B zu kommen. Ja, aber das macht ja im alten Auto genauso viel Spaß wie im neuen. Ich meine, okay, im BMW ist es dann vielleicht ein bisschen ruhiger, aber na toll. Ja, wow. Das ist aber auch keine 30.000 Euro wert. Stimmt. Eine Klimaanlage kriegst du auch in einem billigen Auto schon. Ja, und zur Not machst du halt das Fenster auf. Jo, richtig. Das ist immer noch die effektivste Klimaanlage, finde ich. Der Fahrtwind macht einiges aus. Welche Musikrichtung gefällt dir am besten? Mal so mit Beispielgruppen und so. Oh, Musik? Ich bin sehr, sehr, sehr entschlossen, was Musik angeht. Ich mag vieles. Aber was ich meistens nicht mag, ist so Rap und Hip-Hop und so. Und so deutscher Rap, weiß ich auch nicht, ist auch meistens komisch. Und eigentlich mag ich eher Sachen nicht, als dass ich Sachen mag. Also ich mag gern Oldies hören und
Ja, manchmal irgendwelche Hits so im Radio, die gefallen mir auch, aber die meisten auch nicht. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel dieses eine Lied gefunden. Das heißt das mit diesem Fuchs. Kennst du das? Ja, what does the fuck say? Das ist geil. Oh. Also dumme Lieder finde ich meistens gut. Dumme Lieder findest du gut. Ja, so mit komischen Texten. Das ist lustig. Es muss halt lustig sein. Weird Al zum Beispiel ist ganz toll. Das ist lustig. Oder manchmal auch gute Musik. Also ich höre auch gerne Klassikradio und so. Und ich gucke auch manchmal Konzerte mir am Wochenende an. Aber halt keine Opern, sondern eher so Streichkonzerte oder so halt normale Konzerte, ne? Ja. Also was quasi fast alles. Ja, fast alles, aber nicht so viel. Ja, genau, das Hätten wir ist das cool. mal auch geklärt. Das geht auch voll im Radio und so weg, ohne dass man mitkriegt, dass da total blöder Text läuft. Das finde ich total super. Ja, und die Leute feiern das aber auch ohne Ende, muss man dazu Ja, sagen. es ist auch cool, Ja, das stimmt. So dass man da was nicht vorher schon Freakiges. jemand auf die Idee gekommen ist. Ja, also was Freakiges gab es schon lange nicht mehr. Ja, also ich höre auch gern Oldies und klassische Musik, aber ab und zu halt auch so Radio-Stuff. Okay, gut. Dann haben wir jetzt noch die letzten Fragen von Ricky mit 4i. Der Was Name hebt. ist übrigens ganz toll. Hätten wir das auch geklärt. Aber nur weil Rick I drin vorkommt. Ja, das hätte auch meiner sein können. Ja, da war er sie schneller. Okay, er sie fragt, ich weiß, ich kann ja männlich und weiblich sein, oder? Ja, weiß man nie, kann man nie wissen. Die Frage ist, was hebt CutCon deiner Meinung nach von anderen Servern ab? Dass es fair zugeht und dass wir so eine schöne funktionierende Wirtschaft haben und dass jeder ja, sich seinen Ort machen kann, der ihm gehört und dort auch walten und schalten kann, wie er möchte. Ich weiß nicht genau, wie es auf anderen Servern ist, aber diese Ordnung und dass sich die Leute darauf verlassen können, dass sie ihre Sachen behalten, das finde ich schon, glaube ich, ist wichtig. Also es ist kein dritte Welt-Server. Wo man Angst haben muss, dass einem sofort die Kisten ausgeräumt werden oder alles weggegrieft wird oder so. Das ist eigentlich hier alles schon gut sicher. Ja, bei uns muss man sich nicht die Kisten extra schützen. Nee, Die sind schon richtig. geschützt. Ja. Das hat mich damals irgendwie mal auf so anderen Servern immer genervt, so erst noch die Kiste extra sichern muss und sowas und oh. Ich war ja nicht auf so vielen anderen Servern. Also CutCon ist eigentlich so ziemlich mein erster Online-Server gewesen. Wie bei vielen muss man eigentlich dazu sagen. Also die meisten, die bei uns spielen, waren vorher nie wirklich auf einem anderen Server gewesen. Die sind auf CutCon gekommen und bleiben dann auch direkt da. Ja, Gucken sich gut, ich vielleicht mal habe einen auch anderen zwei oder an. drei andere Server habe ich auch ausprobiert am Anfang, aber ich bin halt auf CutCon geblieben. Ja, man muss dazu sagen, die Leute gucken sich ja auch andere Server an, aber bleiben dann Ja. letztendlich da, weil es hier einfach den Leuten Ja. dann am besten gefällt. Ja, ich kann es auch verstehen, also. Weil man fühlt sich halt sicher und geborgen und nicht irgendwie, dass man abgezogen wird oder so. Ja. Dann die nächste Frage, was man. Achso, wenn man was aus Minecraft, ein Block-Item entfernen müsste, welchen würdest du aus dem Spiel nehmen und warum? Pilze. Pilze? Ja. Wieso? Weil die sind zu nichts gut. Kann man Essen mitmachen? Pilzsuppe. Pilzsuppen, Ja, ja. die kannst du auch entfernen. Aber die sind ja kein Block. Achso, Das ist ein Pilze Item. sind auch kein Block. Dann Aber nehmen wir Pilzblöcke. Pilzblöcke. Ja, die Achso. woraus die großen Pilze Ja. sind. Oh Die Gott, ja. sind auch unsinnig. Die sind total nervig. Okay, hätten wir das auch geklärt. Oder Gravel. Gravel ist auch hässlich. Ich Aber hasse Gravel. wie willst du dann Flint? Wo willst du dann Flint Ach, herkriegen? Flint können sie auch entfernen. Aber dann kannst du kein Feuerzeug mehr machen. Was willst du damit? Ja, irgendwas anzünden. Ach, wir machen doch kein Feuer. Wir sind doch nicht Urmenschen. Okay, also dann, wir halten fest. Pilze, Pilzsuppen, Pilze, die großen Pilze können weg, dann kann Gravel weg und Flint kann weg. Ja, es kann auch noch ganz viel weg. Aus einem Block-Item wurden fünf. Ja, was denn noch? Was ist denn noch deiner Meinung nach unnötig? Wir sollten eher darum nachgehen, was noch bleiben darf. Ah, okay, das ist jetzt interessant. Was darf denn bleiben?
Diamanten, Gold, Eisen, Okay, ja, weiter. Wolle, Glowstone, Bäume, ja, Ah. Glas. Mehr nicht. Mehr nicht. Sandstone vielleicht noch. Okay. Lehm. Ich Lehm. freue mich auf die neuen Blumen. Ja, wer Angeln können nicht? bleiben. Angeln müssen auf jeden Fall bleiben. Was ist mit den Half-Steps? Dann könnt ihr eure Straßen sonst nicht mehr weitermachen. Ach, das ist mir egal. Die nerven eh. Ich glaube, da hat ein Tri auch was dagegen. Ach, da fällt einem schon was anderes ein. Dann nimmt man halt Stone. Ja, aber okay, gut. Gut. Okay. Okay, wir halten fest, also von gefühlten über 100 Also die meisten Blöcken. Blöcke sind unnütz Von für mich. gefühlten 100 Blöcken sind dann nur noch so 10, 15 übrig geblieben. Ja. Reicht das mal bei Mojang ein? Vielleicht berücksichtigen sie es ja. Dann kommt so eine Minecraft-Lite-Version raus. Ja, Frickchen. Genau. Mit Diamanten und Gold und einer Spitzhacke. Genau. Aber welche Spitzhacke? Die Diamantene. Ah, okay. Also nichts mehr irgendwie mit erst Holz farmen und dann Ah, doch, erst Holz der braucht man Axt auch. Zwei bauen. Sticks brauchen wir. Zwei Sticks. Aber nur zwei Sticks. Ja. Nee, Okay. Bäume sind auch hübsch. Die neuen Bäume sind auch besonders schön. Ja, stimmt. Habe ich mir auch schon angesehen, welche. Nicht schlecht. Okay. Hast du einen Kindheitstraum, den du noch gerne erfüllen möchtest? Also, falls ja, welchen? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Okay. Kurz und schmerzlos. Und was war dein erstes größeres Bauvorhaben auf Katkon? Unser erstes Haus, unsere erste XP-Farm, ja. Damit hätten wir Ah nein, Quatsch. Sind wir ja noch gar nicht. Ha, geht ja noch weiter. Ich guck mal eben. Oha. Ich habe mich natürlich geirrt. Geht ja noch weiter. Ich habe nur auf die falsche Seite geguckt. Und zwar fragt iPodFan500, was war dein größtes, bestes Projekt auf CutCon, in dem du am meisten Zeit investiert hast? Oh, mein Keller. Dein Keller? Ja, mit den XP-Farmen und so. Und dann gibt es ja noch unsere erste XP-Farm, die ist bei unserem alten Haus. Das war bei Red B. Nee, nicht Red B. Das bei Raccoon war das. Ach, bei Raccoon, ah. iPod-Fan fragt weiter: Hattest du schon mal eine Phase auf CutCon, in der du nicht wusstest, was du bauen solltest, oder hast du immer etwas zu tun? Ach, ich finde schon immer irgendwas zu tun hier. Hier, guck, hier ist ein großes Loch, das habe ich gebuddelt. Wow. Einfach so. Ja, ich sag doch, ich finde was zu tun. Blob 1900 fragt: Was ist denn dein Traumurlaubsziel? Weiß ich nicht. So, die Malediven würde ich gern mal hinfahren, aber ansonsten ist es mir eigentlich recht egal. Hauptsache es ist schön. Bestimmt. Also so Karibik war ich noch nicht. Das finde ich gut. Und vielleicht auch einmal in da, wo es richtig kalt ist, irgendwie in die Antarktis oder so. Also Nordpol da oben. Über Norwegen einmal ein bisschen rumfahren wird wahrscheinlich schon reichen. Nicht jetzt Antarktis. Das ist schon ein bisschen krass. Das ist ja auch extrem teuer. Ja, klar. So Expedition zur Antarktis kostet schon ein bisschen Ja, was. ich will ja keine Expedition machen, aber so mal ein bisschen da langfahren wäre bestimmt nicht so uninteressant. Ja, stimmt. Mal ist es mal wert, es Kreuzfahrt ins auszuprobieren. Kalte. Ja, genau. Nick the Brick stellt eine interessante Frage, und zwar: Musstest du schon mal jemanden bannen, den du mochtest? Ja, bestimmt. Aber Leute, die ich richtig mag, die werden eigentlich nicht so gebannt, meistens. Weil man kann ja mit denen reden, bevor sie irgendwas total Schlimmes machen. Die meisten Irgendwas Sachen Dummes kann man ja anstellen. noch irgendwie gerade biegen. Ja, das stimmt. Wenn man sich nur kommunikativ verhält. Wenn, ne? Ja, natürlich mauert dann kann auch niemand mehr helfen. Manchmal. Aber so schlimm ist es eigentlich auf Katgon ja nicht. Oh, ja, eben, solange es nur das ist. Dann hat Globus noch so ein paar Fragen. Was gefällt dir am besten auf Katkan? Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja, Katgon halt. Ja, Katkan selbst. Und welcher Foren-Smiley gefällt dir am besten? Der mit
der so den Daumen zeigt, glaube ich. Oder der mit der Sonnenbrille. Ich glaube, der mit der Sonnenbrille. Okay, der mit der Sonnenbrille. Dann hat Maxim 12, 3 mal die 0, 12.000, keine Ahnung. Maxim hat noch ein paar Fragen. Was ist dein Lieblingsland? Deutschland. Was hältst du von der Europäischen Union und den zahlreichen Rettungspaketen, an denen Deutschland mit einem großen Anteil an finanziellen Mitteln beteiligt ist? Finde ich ganz super toll. Ganz super toll? Ja, ich mag die EU und ich finde auch, dass wir ruhig ganz viel Geld dafür ausgeben können, dass das alles noch hält und noch weiter besser wird. Das ist eine gute Investition. Das kommt dann das Geld irgendwann überhaupt wieder? Darum geht's ja nicht. Geld ist ja nicht alles auf der Welt. Ja, das stimmt. Es geht ja um die Menschen in der Union und wie es denen geht und was passiert, wenn es denen nicht gut geht. Und wir möchten ja nicht, dass die Anarchie und weiß was für komische Diktatoren irgendwo mitten in Europa auftauchen, nur weil wir zu geizig waren, irgendwem aus einer Krise zu helfen. Ja, wir wollen ja nicht, dass es so wie im NETA abläuft, ne? Ja, genau. Stell dir vor, gäbe einen Bürgerkrieg in Frankreich mit richtig Waffengewalt, dann wäre Deutschland ja auch nicht... Ja, Deutschland wäre nicht weit weg. Ja, und so, ne? Und es gibt immer Nachbarländer und immer wenn irgendwo in einem Land was gut läuft, dann sind die Bürger, die leiden und die Nachbarländer natürlich auch. Ja, das stimmt. Welche musikalische Epoche, in Anführungszeichen, imponiert dich denn am meisten? 2000er, 90er, 18er, 80er, 70er oder älter? Oh, oder älter und 2000er. Let's Plays, nützlich oder unnütz? Unnütz. Unnütz? Ja, naja, manche lustig, aber jetzt da so exzessiv Videos gucken, finde ich schon ein bisschen dämlich. Nicht, dass du unsere eigenen Videos nicht magst. Doch, wenn du und Rallye und so Videos machst, das ist lustig. The Dropper. Aber das ist ja was anderes, wenn man Menschen kennt oder wenn man jetzt auf einmal anfängt, von irgendwem Fremdes ein Video zu gucken. Ja, stimmt. Dann noch irgendwie eine Frage, die sich schon erübrigt hat. Das neue Betriebssystem Windows 8, besitzt du es? Nee, ich selbst nicht. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Ist irgendwie lustig. Sieht hübsch aus. Weil es so bunt ist, gefällt es dir? Ja, genau. Aber nur, weil es bunt ist? Oh, nö. So, irgendwie ist es lustig. Ich weiß nicht, also... ja, wenn man so sagt... Warum es nicht zwei verschiedene Versionen quasi gibt. Gibt's doch quasi. Man kann ja auf den alten Desktop zurück und man kann mit dieser Kachelansicht arbeiten. Und die Kachelansicht finde ich für Übersichtlichkeit und so nicht schlecht. Als Desktop-Ersatz. Und wenn man dann wirklich richtig Programme benutzen will, dann kann man ja wieder in diese alte Ansicht gehen. Und da gibt's ja auch noch die alten Menüs und so. Ja, klar. Aber wenn man jetzt... Also für mich ist diese Metro-Oberfläche eigentlich nur sinnvoll, wenn ich auch so eine Touch-Funktion an meinem... Bildschirm oder sowas habe oder so. Ja, ob du jetzt einen vollgemüllten Desktop hast oder ob du so Kacheln hast, die da so vor sich rumliegen. Die meisten Leute gehen eh nur in ihren Browser und spielen da irgendwie irgendwas mit Facebook oder keine Ahnung was. Na gut, stimmt. Die wirklich surfen. So, wenn man Minecraft spielt, dann ist es auch egal. Ja, stimmt. Okay, gut. Wieder eine andere Ansicht. Ja. Hast du studiert, wenn ja, was? Informatik, ja, habe ich. Informatik, Mit bisschen Physik sogar noch. Echt? Ja, als Nebenfach. Achso. Dann fragt Tyborus, wie viel beträgt denn deine Online-Zeit? Oh, jetzt insgesamt? Hm? Irgendwas über 80 Tage. 80 Tage? 90 Tage. 90 Tage. Ja. Aber das ist jetzt schon dadurch, dass ich die letzten Monate nicht so viel Zeit hatte für Minecraft durch den neuen Beruf, ist es schon weniger geworden. Also im Verhältnis her, es haben mich, glaube ich, viele Leute überholt jetzt schon von der Online-Zeit her. Ich war lange Zeit ganz vorne mit dabei.
Dann fragt er noch, was hältst du von dem, mit dem du gerade sprichst? Aber immer ehrlich sein. Oh, weiß nicht. Ich kenne dich und ich mag dich. Okay. Dann von Aaron unterstrich 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 X, also Aaron Lieblingsland, hat man jetzt, glaube ich, schon Deutschland. Ja. Lieblingsstadt. Hamburg? TS oder Skype? TS? Firefox oder Chrome? Chrome? Controller oder Maus? Maus? Logitech-Nutzer? Logitech, ja. Okay, fertig. Und dann die letzten Fragen von Mr. Neter MC, MC. Hast du als Kind mit Lego oder Playmobil gespielt? Lego. Lego. Immer noch. Immer noch? Wie kommt's? Nur so. Achso. Langeweile. Ich gibt jetzt auch so Minecraft-Lego-Set, Ja, das haben ne? wir auch. Ah. Das haben wir schon gleich gehabt. Genauso wie mit den Magneten, ne? Ja, die Magneten hatten wir auch schon vor allen anderen. Ich erinnere mich an eure Kühlschranktür. Ja. Das hast du mir mal gezeigt. Fand ich lustig. Ist auch lustig. Und dann noch so eine Filmfrage. Hast du Ziemlich beste Freundin gesehen? Wenn ja, wie fandest du den Film? Nee, habe ich nicht. Ist das mit den alten Männern? Weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Glaube schon. Moment, muss ich mal nachgucken. Ja, ist mit den zwei. Also mit dem einen, der im Rollstuhl sitzt. Ah, das ist bestimmt traurig. Und bestimmt muss man weinen am Ende oder so. Ich glaube, ich würde es nicht gucken wollen. Also, Movie Planet gibt 8,4. Oh. Naja. Ich muss noch Pilot, Doctor Who Entschuldigung. gucken. Dr. Who. Ah, dann kommen wir mal schnell zum Ende. Aber, es ist ja schon. Moment, da muss ich es eben suchen. Wo war es denn jetzt? Ach Gott, wie unvorbereitet. Aber wir haben ja zum Schluss noch was das Übliche, was jetzt schon bei jeder Folge war. Und zwar beim ersten Mal war es Trolling, beim zweiten Mal war es mein Markenzeichen. Bei sowas, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Rittchen, Sirivia hat ein paar Fragen an dich. Oh ja. Bist du vorbereitet? Weißt du schon, was dich jetzt er also erwartet? Ich weiß, was mich erwartet und ich bin nicht vorbereitet. Das ist gut. Okay. Fangen wir an. Tiere? Ja. Ja, vermutlich. Was für Tiere? Ich mag alle Tiere. Hunde, Katzen, Hunde, Pferde. Katzen, Pferde. Wann gehst du ins Bett? 22 Uhr. Lieblingswebseite? Katkon Forum. Lieblingsfach an der Schule? Geschichte? Sonnenaufgang oder Untergang? Aufgang. Smaragd oder Rubin? Smaragd? Grüne Bohnen oder Karotten? Beides. Leonardo DiCaprio oder Tom Cruise? Tom Cruise. Körpergröße? Von Tom Cruise? Nein, von dir. 60. Augenfarbe? Braun? Duplo? Duplo? Ja. Duplo. Ja, Duplo. mag ich. Deine Meinung zu Bill Gates? Ist ein netter Mann. Netter Mann, schon kennengelernt. Nö, gute Sachen. Er macht gute Sachen. Ja, der impft doch Kinder in Afrika und so. Echt? Ja, natürlich. Der ist richtig sozial engagiert. Gar nicht gewusst. Interessant. Wenn du eine Kreide wärst, welche Farbe wärst du? Weiß. Weiß. Okay. Ja, was? Kreide ist meistens weiß. Wie ist das Wetter gerade? Dunkel. Letzte Person, mit der du telefoniert hast. Mutter. Was hast du als Computerhintergrund? Mond. Mond. Himmel, Mond, Ozean. Achso, okay. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Das hat man ja schon. Warum lese ich das vor? Brot. Ja, was ist dein Lieblingsfilm? Oh, König der Löwen. Echt? Ja, schon seit ich ganz klein bin. Oh. Ich kann alles mitsprechen. Nee, ach, ich mag auch andere Filme, aber ich glaube nicht. Den fand ich immer niedlich. Ich glaube, das habe ich auch schon an Tri hier gestellt. Was ist alles unter deinem Bett?
Bücher, ganz viele Bücher. Bücher, 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 Bücher. Wie war Ja, dein und vielleicht ein paar Wochenende? Socken. Und ein paar Socken. Gut. Ja, dein Wochenende war gut. Hat er ja erst angefangen, Ja, ne? ist immer noch hier. Und dann hat's auch das Erste, an was du denkst, wenn du folgende Wörter hörst. Schule? Ja, Talkshows? Gelaber? Shopping? Noch mehr Gelaber? Freunde? Nett? Schokolade? Lecker? Winnie the Pooh? Komisch? Tag oder Nacht? Tag? Winter oder Sommer? Winter? Okay, das war's schon. Und abschließend noch, wie fandest du die Umfrage? Nö, blöd. Aber es wird jedes Mal wiederkommen. Ach, ich finde, es ging jetzt, waren gar nicht so viele. Ja, weil wir auch schon ein bisschen über der Zeit sind. Also, das wird jetzt ein Spaß. Okay, abschließend, ja, länger als geplant diesmal. Mal gucken, wie lang es nach der Verarbeitung wird. Mal schauen, ja, das war jetzt die fünfte Folge von Frag das KatKon.de Team mit Rickchen. Ja. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen, abschließend? Dankeschön fürs Zuhören. Ich glaube, die Leute hören dir gerne zu. Ja, ich glaube, sie halten es nicht durch. Meinst du? Ja, das. Aber so lange, wie es jetzt gedauert hat, das war echt schon ein bisschen. Ja, jetzt ist ja noch unverarbeitet. Ja, das stimmt. Mal gucken, wie es nach der groben des groben Schneidens aussieht. Ja, Also also ich bin vielleicht, schon ein ja? bisschen müde jetzt. Ja, glaube ich. Vielleicht mal kurz erwähnt, wir haben eine Aufnahmezeit von einer Stunde und 3, 2, 1, genau 1 Stunde 20 Minuten. Yay, Also wie jetzt viel sind's? wird's, 80 Minuten. ja. Super. Ja, jetzt wird es dann auch Zeit zum Abschließen. Ja, vielen Ja. Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ja. Viel Spaß auf KatCon. Genau, viel Spaß auf KatCon. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.